Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie 7 Days to Die und wir wollen heute ein bisschen Kram verticken. I got just the thing for what's ailing you. Darf ich dir mal kurz ins Inventar gucken? So, wir haben die Zigarre für einen besseren Verkaufsgedöns. Hoffe ich zumindest. Schön die ganzen Klamotten hier loswerden. So, jetzt haben wir 57.520 Moneten. Tag 37 hat der Restock. Das heute sind es 34 sein. Handbuch automatische Waffen. Komm. Was soll's? Hau mal raus, die Knete. So viel cooles Zeug. Oh, das heißt, es müsste, glaube ich, 12 Uhr sein. So viel cooles Zeug, glaube ich, gibt es eh nicht mehr zu kaufen. Tagebuch des Jägers. Bauplan Schmelztiegel. Schadet ja nichts, wenn wir das auch können. Gibt ja auch nochmal Skillpunkte. Skillige Skillpunkte. Hier sonst noch irgendwas dabei. Bauplan, Stahlvorschlaghammer, das, ich arbeite ja sowieso nicht damit, deswegen weiß ich nicht, wozu ich das brauchen sollte. Aber hier, das bringt uns Skillpunkte. Wölfe sind weit verbreitete Raubtiere und rudelgefährlich. Verursache 10% mehr Schaden an Wölfe, das ist ja auch nicht schlecht. Lerne deine automatischen Waffen richtig zu warten, damit sie dir nicht in den Händen zerfallen. Automatische Waffen nutzen sich 20% langsamer ab. Ist ja auch nicht schlecht. So. Habe ich von dir schon eine Quest, mein Lieber? Hast du irgendwelche Aufgaben? Nee, scheinbar nicht. Dann habe ich die ja schon. Wohl. Oder so. Das heißt, wir sind jetzt hier allen Schissel bei ihm losgeworden. Das ist schon mal ganz cool. Das heißt, wir müssen zum Verkaufen nicht mehr nochmal zum anderen Händler hin. Könnten höchstens einen anderen Händler nochmal nötigen, um uns irgendwas für das Ganze, die ganze Knete zu verticken. Wir wollten jetzt hier direkt hin, um das abzugeben und hätten hier unten noch einen vergrabenen Schatz. Als Quest. Wenn ich mich nicht irre, müsste ich tatsächlich in die richtige Richtung fahren, hoffe ich doch vielleicht, gegebenenfalls. Gucken wir lieber nochmal. Ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Ausnahmsweise mal in die richtige Richtung. Aber irgendwie, also ich hätte gerne tatsächlich noch irgendeine coole große Stadt. Mit richtig schönen, großen Dingern zum Looten und sowas. Weil das, was wir jetzt hier so verteilt haben, sind leider kleine Popelsdinger. Es sei denn, die Teile da im zerstörten Biom. Und das ist jetzt nicht irgendwas, wo ich unbedingt Bock habe, noch großartig wieder hinzugehen nach dem letzten FPS-Desaster, nenne ich es jetzt einfach mal. Also das, nee, mit 7 FPS zu spielen, macht euch keinen Spaß und mir schon gar nicht. Von daher kann ich die Stadt da eigentlich im zerstörten Biom oder auch im verbrannten Biom, kann ich total knicken, weil die leider ja beide, also beide Biome sind ja leider kontraproduktiv, was so das FPS-Verhalten angeht. Was ist denn los mit dir, mein junger Freund? Ja? Na komm, du kriegst mal die Freude über den Kopf. Ja, schön. Hier war ich, glaube ich, schon drin, ne? Aber auch da gibt es wieder neue, nette Damen und Herren, die mich gerne zu einem Termin. Aber ihr dürft doch gar nicht. Es ist doch Corona. Das ist doch,
Wie nennt man das irgendwie? Dienst mit Körperkontakt oder irgendwie sowas? Klingt auch schwierig. Dienst mit Körperkontakt. Naja, ihr wisst, was ich meine. Das darf doch jetzt sowieso nicht sein. Also, gehen wir mal ab zu diesem Händlerin. Oder was auch immer es ist. Der Händler, die Händlerin. Gab es hier vielleicht? Nee. Mm-mm, gab es nicht. Dann nicht. Hallo, Jen. You. Ja, ich. You. Ich. Don't look so good. Das weiß ich. You might want to get some antibiotics for that. Ja, bla bla. Was bringt mir denn am meisten? Das hier, dann nehme ich mal den. Und hier hätte ich einen für dich zum Verkaufen. Haha. Ich hätte vielleicht meine Kohle mit reinnehmen sollen. Handbuch automatische Waffen. Ach, das kann ich schon. Schade. Why not? Ne? Nachtsichtbrille. Hm. Was hast du denn noch hier Schönes? Lohnt sich das, dass ich nach draußen gehe und meine Moneten hole? Ich befürchte nein. Dann werde ich das ja mal kurz lernen. Hey, come again. Ja, ja. So. Wer bin ich und wie viele? Dann hätte ich gerne nochmal eine Aufgabe von dir. Gehen wir mal Richtung Süden. Hurry back soon. Guest Station. And I'll have a nice reward for you. Ach, gegenüber von unserer. Aha! Old Base. Ja gut, dann geht's jetzt erstmal ab ins Gebirge. Komm, Tür zu. Himmel, Arsch und Zwirn. Und die Moneten tue ich hier wieder rein. So, habe ich den Schatz markiert? Jawohl, habe ich. Dann muss ich in welche Richtung? Da unten runter. Na dann mal, Hackengas, gib ihm ab dafür. Ja, ich kann eigentlich straight away gerade runter. Und wenn ich doch hier noch ein Auto am Straßenrand stehen sehe, kann ich das auch gleich zerlegen. Ah, Himmel, Arsch und Zwirn. Was zum Henker ist denn mit dir nicht richtig? War's das? Nee, es wird auch nicht lustiger, Leute. Eine Latzhose wollte ich schon immer mal haben. Nee, hier wollte ich jetzt auch gar nicht rein. Das war ja nur Zufall. Das war ja so gar nicht gewollt. Hier, Hans-Josef, den werde ich nochmal in Brand stecken. Irgendwie bin ich irritiert, dass ich so flott unterwegs bin hier. So, und links ist ja immer irgendwie einladend.
Ist da was oben drauf? Ja, hier hinten, ne? Da ist noch ein Sackli. Oh Gott. Bin ich hier genau drunter unter so einem? Ne, bin ich eigentlich nicht. Also dürfte ich eigentlich nicht durch die Gegend hüpfen. Aber jetzt habe ich ein Problem, glaube ich. Lass mich hier in Ruhe. Laila. Oh, wow. Oder Pünk. Weißt du, man weiß immer schon Bescheid, da kommt was, ne? Aber... Trotzdem jedes Mal wieder aufs Neue. Kriegst du immer einen Pokal für. So, wo ist er denn, Elfifi? Himmel und Arschen und Zwirnen und so. Noch ein Auto zum Zerlegen. Was bin ich denn jetzt so schnell unterwegs? Das ist echt Banksy. Hab ich irgendwas dabei? Theoretisch müsste ich doch auch aus dem Zerlegen von normalen Bäumen Honig kriegen, oder? Zumindest war mir mal so, dass ich da irgendeinen Skillpunkt oder ein Buch gelesen habe oder irgendwie sowas, was mir dementsprechend Dingens verleiht, Möglichkeiten. Nee, das gab jetzt nur zwei Eicheln. Ja, man merkt schon, ne? Jetzt wird auch wieder wesentlich mehr Action. Was die Zombies angeht. Das heißt, da kommen jetzt dann nicht mehr einfach nur die schnöden 0815 Zombies. Nee, da kommen jetzt dann die auch ein bisschen mehr Wumms unter der Haube haben. Also das ist ein Brunnen. Brunnen. Am Brunnen vor der Tore. Also dass dann einfach mal auch so ein... Nix. Dass dann da auch mal einfach so ein... Spucker-Zombie aus irgendeiner Garage rausgepopelt kommt. Oder halt eben die Wölfe, die alle, alle leuchtende Äuglein hatten. Nix. Komm, das Ding mache ich nicht. Das kann ich droppen. Was kannst du? Farbe raus. Abschließen. Dankeschön. Zerlegen. Nein! Oh. Also manchmal ist diese Leiste da unten doch ein bisschen hinderlich. Jetzt hat er mir irgendwie die Fotos-App, glaube ich, geöffnet. Mit der ich jetzt ja gerade gar nichts anfangen kann. Hier. Oh, hier ist nur ein Auto zum Zerlegen.
Alles das, was ich eigentlich gar nicht wollte, ne? So, wo steht denn jetzt mein Auto? Irgendwo in diese Richtung. Du stehst ja auch ein bisschen doof mitten auf der Straße rum, deswegen werde ich dich jetzt auch mal flott zerlegen. Auch das hier. Wer auch immer das hier alles hingelegt hat. Na komm. So, da ist El Auto. So, ich sollte unbedingt mal was essen. Ich habe ja Gott sei Dank Zeug dabei im Auto. Nägel. Nee. Ah, gut. Ignorieren wir das. Zack, aufgetankt. Sehr schön. Auch der Kram bleibt jetzt hier im Auto. Den brauche ich nicht. Ich hätte ja noch einen Honig. Der bringt mir 5. Okay, dann machen wir mal das hier und mampfen uns dann noch ein Gedöns hinterher. Sehr schön. Jetzt kann ich übrigens das Ding auch wieder anziehen. Ich bin ja gerade nicht beim Händler. Gut, wir waren auf dem Weg nach Zeug da unten. Aber nein, der liebe Lou, der konnte es ja wieder mal nicht lassen, an den ganzen Sachen hier rumzuspielen, die hier so am Wegesrand rumstehen. Moment. So. Scheinbar brauche ich das in letzter Zeit häufiger als gedacht, deswegen... Yep, haben wir da wieder unseren Honig. Du stehst mir auch ein bisschen blöd im Weg rum. Hier wäre ein Schiefe nach dem Einkaufswagen bis hier vorne hin. El Zombie. Die nehmen wir doch mal ein bisschen aus Korn hier. Hui. Die Straße hier ist auch nicht so gut zu fahren für uns. Oder auch zu fliegen für uns. Wie spät haben wir es? 1600. Okay. Du bist mir hier leider ein bisschen zu... deswegen muss ich... Ha. So, wie viele Skill Points hätte ich denn vielleicht gegebenenfalls 2 Stück? Kann ich beim Schatzsucher noch was? Nee, weil dafür müsste ich hier Level 7 sein. Da kümmern wir uns in der nächsten Nachtfolge nochmal drum, da ein bisschen Skillpunkte uns auszugucken, was, was Nützliches sein könnte, in das ich beim nächsten Mal gehen muss. So, in welche Richtung hat er sich verschoben? In diese hier tatsächlich. Hoppala. Vielleicht ist es ja erstmal adäquater, irgendwie sich oberirdisch so ein bisschen fortzubewegen, als sich gleich irgendwie kilometerweit in die Tiefe runterzuschaufeln. Weil scheinbar ist ja... Ah, da ist er ja auch schon. Komme ich hier irgendwie wieder raus? Weil ich weiß nicht, das müsste ja eine Quest sein. Und bei einer Quest ist es ja dann so, dass jeden Moment dann... Irgendwer hier der Meinung ist, mir auf die Nüsse gehen zu müssen. So, dankeschön. Dich droppe ich gleich mal. Du bist durchgeladen, jawohl. Von oben kommt hoffentlich, glaube ich, keiner. So viel geschossen und nichts getroffen. Ist auch phänomenal hier. Auf hier hin und her zu wackeln, du Vogel, du.
gehörst ja auch noch mit zur Riege der illustren Zombie-Horde. Es brennt so schön, der Zombie still. Jetzt sei er nicht tot. Dankeschön. Die Musik endet wunderbar. Ich bin so flott unterwegs wie sonst nie. Merkwürdig. So, was haben wir denn hier Nettes gekriegt? Wir haben hier einen Bauplan für das Ding. Komm, ab dafür und weg damit. Dann haben wir hier noch ganz schön ein taktisches Sturmgewehr. Alter, jetzt überhäufen uns diese ganzen Special-Waffen aber auch immens. Sehr schön, jetzt kann ich hier den Kuhschatz auch löschen. Das heißt, wir müssten dann zu ihm hier runter, um den Kram abzugeben. Aber das machen wir tatsächlich in der nächsten Folge, denn es ist schon wieder soweit. Diese Folge ist ganz glücklich zu Ende gegangen. Ich sage Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Hoffe, dass wir uns hier alle dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, tschüssi!